In der letzten Woche habe ich mich ja mit zahlreichen sozialistischen Tendenzen in der deutschen Politik auseinandergesetzt. Also beispielsweise hier mit diesem grünen Sozialismus und diesem Gedanken, der auch hier von Ricarda Lang auf diesem Vortrag dargestellt wurde, dass wenn du ein Unternehmen gründest, eigentlich du selbst gar nicht der einzige Besitzer oder Eigentümer des Gewinns und so weiter bist, sondern dass das in gewissermaßen auch der Gesellschaft und so weiter gehört und dass man eine neue Rechtsform und so weiter braucht. Aber wir brauchen gar nicht in irgendwelche Theorien reinschauen. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns einfach die aktuellen Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft und so weiter anschauen und die Industriestrategie eines Robert Habecks, da erkennen wir ja ganz klare, immer häufigere sozialistische Tendenzen. Das bedeutet, der Staat verwaltet immer mehr Macht zentral, immer weniger Verantwortung gegenüber den eigenen Bürgern und den eigenen Unternehmen und so weiter. Und das Ganze hat aber eine extrem große Dimension, dass sich nicht nur auf die Wirtschaft oder so bezieht, sondern wenn ihr euch zum Beispiel auch solche Fragen stellt wie, warum wird eigentlich das Automobil in Deutschland so ständig irgendwie bekämpft? Warum beispielsweise sehen wir aktuell massive Investitionen in diese ganze Bahninfrastruktur, wo es einen einzigen Aktionär, nämlich den Staat, geht? Und warum geht es in Deutschland immer weiter und weiter weg von privatem Eigentum? Weil eben zum Beispiel ein Automobil ja auch ein Stück private Freiheit bedeutet. Und wenn ihr euch wundert, woher das Ganze eigentlich mal gekommen ist, also aus welcher Sardinenbüchse diese ganzen Ideen und so weiter stammen, das geht ja schon hunderte Jahre und so weiter zurück, aber wir brauchen gar nicht so extrem weit in die Vergangenheit eintauchen. Wenn wir jetzt uns zum Beispiel einfach mal hier von Karl Marx und Friedrich Engels das Kommunistische Manifest anschauen, ja, da sehen wir hier so 10 Punkte und ich gehe jetzt mal diese 10 Punkte mit euch einfach so nacheinander durch, ja, und dann könnt ihr ja einfach mal für euch selbst abstimmen, überlegen, reflektieren, gerne auch kommentieren, ob wir uns schon an diesem Punkt befinden oder auf dem Weg dorthin. Ja, und wie das vielleicht auch mit der aktuellen Politik zusammenhängt. Ja, also ich fange mal an. Punkt 1. Abschaffung des Grundeigentums und Verwendung aller Grundpachtzinsen für öffentliche Zwecke. So, ja, jetzt können die einen oder anderen von euch sagen, na, Abschaffung allen Grundeigentums? Nein, es gibt ja schon auch noch Grundeigentum, was zum Beispiel in privater Hand ist und so. Das stimmt. De facto muss man natürlich auch bei den Verträgen immer schauen, wenn du jetzt zum Beispiel Eigentümer einer Immobilie bist, aber du hast einfach zig Hunderte an Auflagen, Denkmalschutz, Mieterschutz, diese Bremse und eben jene Regulierung, ist es dann tatsächlich noch wirklich dein Eigentum? Also du musst nicht nur die Definition betrachten, sondern auch eben gucken, wie sich das in der Realität auswirkt. Wie damals mal ein bekannter Mensch gesagt hat, ja, nicht in Wörtern denken, sondern in Dingen. Think things, not words. Ja? Nächster Punkt. Hier. Eine hohe, progressive oder gestaffelte Einkommensteuer. Also Karl Marx ging es ja unter anderem darum, dass er gesagt hat, ja, diese ganze böse Bourgeoisie und diese ganze böse Kapitalistenklasse, die beutet im Endeffekt die Arbeiterklasse aus. Ja? Und deswegen, um den Kommunismus zu erschaffen, damit alles allen gehört, im Endeffekt ist damit halt immer gemeint, dass alles dem Staat, also einigen wenigen gehört, die immer im Kommunismus etwas gleicher sind als alle anderen. Das ist immer das, was schlussendlich passiert. Ja? Und da wusste er ganz genau, okay, wir müssen irgendwie an dieses ganze Privateigentum der Leute ran. Also progressive Einkommensteuer. Gut, das ist ein Punkt, den haben wir natürlich schon lange. Nächster Punkt. Abschaffung jeglichen Erbrechts. Ja? Also, Eigentum verpflichtet. Ne? Einfach die Erbschaftssteuer schön weiter immer nach oben schrauben. Aktuell ist es ja so, ja, es gibt neben den Freigrenzen und so natürlich Erbschaftssteuern, aber es gibt ja auch sehr starke Tendenzen dazu, beispielsweise ebenfalls in der aktuellen Politik zu sagen, naja, wir müssen mehr und mehr eben auch an dieses ganze Schonvermögen aus den Betrieben ran. Es kann nicht sein, dass Leute einfach ihre Betriebe weiter vererben an andere, ja, sondern wir müssen daran. Wir müssen die Erbschaften stärker besteuern. Wie das in der Praxis aussehen soll, also wie du beispielsweise ein Unternehmen einfach mal mit 5% oder so pro Jahr besteuern willst, wenn du jetzt einen harten Vermögenswert hast, das können die in der Praxis halt nie beantworten. Ja, also wie willst du eigentlich
illiquide Vermögenswerte einfach so vererben. Wie soll sowas funktionieren? Aber das sind halt einfach Leute, die von der Wirtschaft nicht wirklich selber viel Ahnung haben, die selbst noch nie ein Unternehmen oder so gegründet haben. Deswegen so weit denken die in der Praxis gar nicht. Die sind einfach nur am Reißbrett den ganzen Tag, ja, und entwerfen irgendwelche tollen Konzepte, die in der Theorie super klingen, ja. Merkt ihr aber, wenn ihr das jetzt mal so überlegt, allein diese ersten Punkte, wie viel davon aktuell schon umgesetzt ist, da wird mir halt wirklich Angst und Bange. Nächster Punkt, jetzt geht's richtig los. Beschlagnahme des Eigentums aller Auswanderer und Rebellen, ja. Also ganz klar, das natürlich, was damals in der DDR und so passiert ist. Und das ist ja auch das, was ich in dem letzten Video zur Grünen Jugend gesagt habe. Wenn du jetzt sagst, pass mal auf, wir haben jetzt komplett offene Grenzen und wir sind sozusagen der Wohlfahrts- und Sozialstaat für alle. Also der Staat ist sozusagen die allumfassende, dominierende Präsenz, die wie so eine Art Königsbiene über alles wacht, ja, und alles verteilt, ne, dann werden natürlich irgendwann die Leute sagen, naja, das ist eigentlich mein Unternehmen, was ich mal gegründet habe mit meinem eigenen Risiko und ich lasse mir das nicht gerne so alles wegnehmen, also haue ich einfach ab in ein anderes Land, in ein freieres Land, ja. Und deswegen wurde damals die Mauer gebaut, damit das eben verhindert wird. Und deswegen ist das Teil des kommunistischen Manifests, weil es gibt halt immer in dieser blöden Welt Leute, die da einfach nicht mitmachen wollen. Die einfach sagen, nee, lass mich bitte mit dem nächsten Experiment, was ihr jetzt schon wieder plant, in Ruhe, ja. Und die müssen natürlich, wenn sie selber nicht den Sinn des kommunistischen Manifests und so weiter erkennen und dieser Ideologie, dann müssen sie eben so ein bisschen damit gezwungen werden, ja. Deswegen, ja, tut mir leid, liebe Rebellen, ihr werdet dann enteignet. Ganz einfache Geschichte, ja, beschwert euch bitte bei jemand anders. Punkt 5. Zentralisierung des Kredits in den Händen des Staates durch eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlichem Monopol. Na gut, Nacht, Maria. Genau das ist bei uns schon lange der Fall. Beziehungsweise wir sind da schon einen Schritt weiter als das, was Karl Marx wollte. Wir haben zum Beispiel in Europa nicht mehr die einzelnen wirklich souveränen Nationalbanken. Man könnte sagen, ja, in der Schweiz beispielsweise, die ja auch nicht zur EU gehören, die haben ja noch eine eigene Zentralbank, aber auch dort ist es beispielsweise monopolisiert, ja. Du hast eine zentrale Gewalt und auch, wenn du jetzt sagst, okay, rein von der Idee her ist das Geldsystem unabhängig von der Regierung und es gibt keine Fiskalpolitik über die EZB und so weiter, kannst du natürlich in der Praxis sehen, dass das schon lange der Fall ist. Man braucht sich ja einfach nur anschauen, wie beispielsweise über die EZB dann schon einfach in die einzelnen Länder eingegriffen wird, wenn sie halt Staatsanleihen von Italien oder von Griechenland kaufen, weil beispielsweise die privaten Investoren sagen, nee, das ist uns zu risikoreich und wir wollen nur mit so hohen Zinsen dort investieren und Kompensation, dass dann eigentlich die Italiener in dem Moment gar kein Geld mehr bekommen. Und deswegen sagt dann die EZB, kein Problem, Leute, wir kaufen das eigentlich einfach dann auf, ne? Das heißt, wir sind da schon eine Stufe weiter. Wir haben nicht mehr diese Nationalbanken, weil die Deutsche beispielsweise, die Bundesbank, die hat ja auch laut des Ökonomen Daniel Stelter, den ich hier schon interviewt habe, nicht mehr wirklich sehr viel Macht, sondern wir haben hier schon eine supranationale Nationalbank mit einem absoluten Geldmonopol, also auch bereits umgesetzt, ja. Erweiterung der Fabriken und Produktionsinstrumente in Eigentum des Staates, ja. Die Bewirtschaftung von Brachland und die Verbesserung des Bodens im Allgemeinen nach einem gemeinsamen Plan. Ja, auch hier, nein, noch nicht völlig umgesetzt, aber auch hier musst du natürlich die Tendenzen in diese Richtung sehen, dass der Staat halt immer mehr zu einem Lenker wird, der mehr und mehr eingreift und jegliche Fehlentwicklung immer dem Markt anlastet. Das haben wir ja auch beispielsweise während der Pandemie und so weiter gesehen, ne? Ja, jetzt zeigt sich das ganze Marktversagen. Hier müsste jetzt der Staat durchregulieren, durchgreifen und so weiter. Und dann zack, 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 eine Maßnahme nach der anderen wird gemacht. So wie in zahlreichen anderen Beispielen. Dann zeitigen sich dadurch meistens auch negative Auswirkungen, die dann wieder mit noch mehr Intervention und noch mehr Regulierung beantwortet werden. So nach dem Motto, wir haben jetzt so ein totales Marktversagen, wir müssen jetzt den Leuten noch
mehr Verantwortung wegnehmen und noch mehr auf den Staat übertragen. Und wir haben leider so viele Leute, die das immer dann auch noch gutheißen und immer sagen, ja, bitte macht das, bitte nehmt die Verantwortung von meinem Geld, von meinen Kindern, von meiner Gesundheit, bitte nehmt alles, ich will mich mit nichts auseinandersetzen. Deutsches Rentensystem, deutsches Schulsystem, alles top, bitte, lasst mich einfach in Ruhe, mein Fernsehen schauen und so weiter und dann ist alles gut. Boah, das wird ja heute hier ein richtiges Grundsatzvideo hier, ja. So, gleiche Haftung aller gegenüber der Arbeit, ne? Aufstellung von Industrieheeren, insbesondere für die Landwirtschaft. So, was ist eigentlich damit gemeint? Nun, wir gehen wieder zurück zu Karl Marx, Bourgeoisie, böser Kapitalismus und so weiter, Ausbeutung der Arbeiterklasse, ne? Er sagt ja, okay, wenn dann schon die ganzen Gewerkschaften als Arbeitnehmervertretungen und so weiter existieren und wenn die Menschen so in dieses System gepresst werden durch die bösen Konzerne, dass sie im Endeffekt nur noch wie so Roboter funktionieren und als gleichgeschaltete Armee funktionieren, dann kann man doch diesen Gedanken eigentlich auch dafür nutzen, zu sagen, hey, ihr Arbeiterklasse Menschen, erhebt euch und schließt euch zusammen zu solchen Industrieherren, die im Endeffekt gegen den Kapitalismus wiederum halt ankämpfen und so weiter. Ja. Nun, hier ist es tatsächlich ja auch zahlreichen politischen Akteuren gelungen, immer den Kapitalismus, also in Form von den großen bösen Konzernen, als den Übeltäter per se zu sehen und nicht den Staat selbst, ja. Und sogar viele, wenn ihr euch beispielsweise mal George Orwell und so weiter anguckt, und ich glaube, viele Leute, die über George Orwell und 1984 und so weiter reden und sprechen, haben den selber nie gelesen, weil George Orwell selber war total der linke Kommunist, ja. Er selbst war jemand, der eigentlich so die Konzerne und so als diese böse Macht angesehen hat. Ähnlich wie zum Beispiel ein Michael Ende mit Momo und den grauen Herren, die ja der Bevölkerung die Zeit stehlen und so weiter. Dabei ist schlussendlich ja immer das oberste Monopol der Staat, weil jeder Konzern ist immer im Wettbewerb. Klar, große Konzerne können sehr mächtig werden. Deswegen plädiere ich ja auch immer davor, genauso wie früher irgendwann man entschieden hat, dass man den Staat trennen sollte von der Kirche, ja, dass das sehr sinnvoll ist, dass man auch eben Konzerne trennen sollte vom Staat, ja, und nichts mit diesem ganzen neuen Gedanken von Stakeholder-Kapitalismus und Staat sollte sich immer mehr einmischen und zusammen mit den Konzernen, weil dadurch entstehen erst diese monopolistischen Strukturen und diese gesamten, riesigen, gigantischen Einflussbereiche, die halt einfach nicht mehr in Form von einem normalen Marktwettbewerb bekämpft werden können. Ja? Jetzt geht's weiter. Kombination der Landwirtschaft mit der verarbeitenden Industrie, schrittweise Aufhebung der Unterscheidung zwischen Staat und Stadt und Land durch eine gleichmäßige Verteilung der Bevölkerung auf das Land. Das haben wir ja noch nicht. Ja, also bei uns ist es ja auch so wie in vielen anderen Ländern so, dass halt eben die meisten Leute halt tatsächlich in den Städten wohnen. Ja, Marx und so weiter, der wollte natürlich auch das im Rahmen seiner Theorie ein Zeichen von Ausbeutung, quasi die Ausbeutung der Landbevölkerung zugunsten der Städte. Deswegen sollte das auch alles umverteilt werden und so weiter. Ja, also ich finde es auch immer krass, wie diese Leute sich so hinsetzen, so anfangen, so Bücher zu schreiben und dann glauben, sie könnten mit ihrem beschränkten Intellekt und mit ihrer beschränkten irgendwie Vorstellung von der Welt, wie alles funktioniert, besser entscheiden, was für Leute, die ganz woanders wohnen, mit einem ganz anderen Lebensmodell, mit ganz anderen Ideen irgendwie, was gut für sie ist, als dass diese Leute es selbst wissen. So krass muss man mal, und da sind wir wieder auch bei diesem Konzept der Elitaristen, die einfach glauben, ja, ich selbst, ich habe studiert oder bla bla bla, ich habe halt die und die Ausbildung genossen und deswegen weiß ich viel besser als du, was für dich gut ist, ja, also vertrau einfach mir alles an und ich sitze dann hier und sag, der und der wohnt dort, die und die kommt dorthin und so, Alter, da musst du dir echt nur noch an den Kopf fassen und so sagen, Alter, du kannst für dich in deinem eigenen Leben entscheiden, was für dich gut ist, aber niemals für mich, das entscheide ich selbst, ja. Jetzt kommen wir nochmal zum letzten Punkt, da geht es noch um kostenlose Bildung für alle Kinder. Klingt natürlich erstmal gut. Und ja, natürlich, damals in der industriellen Revolution und so, da haben auch Kinder in der Fabrik gearbeitet, ja. Und das wird jetzt immer so hingestellt nach dem Motto, ja, das waren halt die bösen Kapitalisten, Manchester-Kapitalismus, die haben die ganzen Kinder ausgebeutet und so weiter. Aber das ist natürlich so ein bisschen zu kurz gedacht, weil man muss sich ja die Frage stellen, warum
haben damals die Kinder und so weiter gearbeitet. Meine Oma beispielsweise, die hat selber damals nach der Schule noch direkt auf dem Feld gearbeitet. Und das war nicht irgendwie, weil sie für irgendeinen bösen kapitalistischen Konzern gearbeitet hat, sondern weil die Alternative halt eben war, zu verhungern. So. Und, ja, und deswegen sich immer so hinzustellen und zu sagen, die bösen Kapitalisten haben sozusagen die ganzen Kinder ausgebeutet. Ja, klar ist Kinderarbeit was absolut Schädliches und sollte in jeder Form versucht werden zu vermeiden, ja. Aber wenn die Alternative für die jeweiligen Familien und so weiter ist, dass die dann gar nichts mehr haben, dann gibt's halt eben viele Kinder und so, die sagen, hey, ich würde lieber arbeiten, als dass meine Familie nichts mehr zu essen hat. Aber das ist halt schon wieder dieser westliche moralische sozusagen Slang oder diese Attitüde und dieses Mindset, was wir haben, wenn wir irgendwo dahin gehen und jetzt das einfach verbieten, dass wir dann irgendwie so, ja, bumm, wir verbieten jetzt die Kinderarbeit irgendwo in Afrika, dann haben wir alle Probleme gelöst, ja, die Kinder müssen nicht mehr arbeiten und wir stellen uns gar nicht die Frage, aber was ist jetzt deren Alternative, was passiert jetzt mit denen, so nach dem Motto, hey, wir haben doch die Kinderarbeit abgeschafft, so haben wir doch das Problem sozusagen erledigt. Das ist ungefähr so, wie als würde ein Haus brennen, ja, und der Feuermelder würde anschlagen, du gehst einfach hin und du haust mit einer Axt auf den Feuermelder, dann ist es wieder schön ruhig und sagst, so, Problem gelöst, ja, Feuermelder nervt uns nicht mehr. So ungefähr ist diese Denkrichtung. Und was wir hier sagen müssen, gerade was jetzt zum Beispiel diese kostenlose Schulbildung und so weiter angeht, ne, ja, es gibt in Deutschland halt eben die Schulpflicht, ne? Deine Kinder müssen zur Schule gehen und zwar in dieses staatliche Schulsystem. Klar gibt es natürlich auch ein paar Privatschulen, aber es gibt keinen wirklichen Wettbewerb zwischen diesen staatlichen und zwischen diesen privatwirtschaftlichen Schulen, weil es extreme Auflagen eben gibt. Es gibt kein freies Schulsystem, wo jeder sagen kann, hey, ich würde gerne, dass mein Kind auf diese Art und Weise gebildet wird oder ich mache jetzt einfach eine eigene Schule und ich mache das nach diesem und diesem Konzept, sondern nein, du kriegst Kinder, dann müssen diese in Deutschland eben zur Schule gehen, ja, und wenn sie das nicht machen, dann kriegst du sogar heftige Strafen, ja, und jetzt kannst du natürlich dir so die einzelnen Punkte nochmal so anschauen und du kannst sagen, hey, krass, okay, wir haben tatsächlich in vielen von diesen ganzen Entwicklungen schon ja, Zustände erreicht, wo Marx aktuell sagen würde, hey, habt ihr gut gemacht, ja? Ihr habt es vielleicht unter anderem Deckmantel gemacht. Ihr habt vielleicht gesagt, eigentlich wollten wir ja das alles nicht und wir haben diese Zentralisierung, das machen wir ja nicht irgendwie, weil wir den Kommunismus wollen, sondern weil wir eigentlich ja nur euch schützen wollen oder weil wir eigentlich nur den Klimawandel aufhalten wollen und alle möglichen anderen Dinge. Aber schlussendlich verwendet ihr genau die gleichen Mittel und ja, geht auch eben genauso vor, wie es schon zahlreich früher auch passiert ist. Ja, und das sind einfach katastrophale Tendenzen und wenn ich mir so Gedanken mache auch über das, was zum Beispiel auch Leute wie ein Roman, ja, ich zeige euch mal kurz hier einen richtig guten YouTube-Kanal, den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, den Blog-Trainer nämlich, ja. Wenn man sich so anfängt, seine Videos auch anzuschauen, so zu diesem ganzen Thema und auch mal überlegt hier, ne, wenn ich jetzt hier den Euro beispielsweise mal als Währung, insgesamt das Fiat-Geld als Währung mir anschaue und wie das alles zusammenhängt, ja, dann wird einem schon so ein bisschen anders zumute und man denkt sich, hey, vielleicht ist diese Idee mit einer dezentralen Währung, die halt nicht mehr als Monopol in den Händen des Staates ist und so weiter, gar nicht so dumm, oder? Und grundsätzlich kann ich hier zum Abschluss sowieso immer nochmal sagen, wenn es Leute gibt wie ein Marcel Fratscher, ja, die sagen, Bitcoin ist schlimm und schlecht, ja, ist ein bisschen mehr als ein Ponzi-System sozusagen einfach nur so eine Spekulation und nicht geeignet für Sparer, da muss man sich auch mal die Überlegung machen, warum sollte es denn nicht für Bürger gut sein, ein unabhängig vom Staat etabliertes System zu nutzen, welches sich jetzt schon durch zahlreiche Krisen, die es durchgemacht hat, bewährt hat, ja, das muss man ja schon sagen an dieser Stelle, und welches von Millionen von Menschen, die unabhängig voneinander sind, dezentral validierbar ist, was soll daran eigentlich so unfassbar schlecht sein? Ja? Vielleicht ist es einfach deswegen aus der Sicht von diesen Menschen so schlecht, weil es halt eben die Menschen unabhängiger macht. Schon mal daran nachgedacht?